Alter, die Animation von der ist so nice. Bin gerade ein bisschen flash daraus, wie die da rumjumpt durch die Map. Alright, Leute, willkommen zurück zu Star Wars Force Arena. Clash Royale plus Star Wars plus Vainglory plus League of Legends und so weiter, ne? Ihr kennt das Spiel bei mir. Ich habe mir wieder ein bisschen Fortschritt, bin jetzt in Durastal, in der Liga Durastal mit 550 Pokalen. Es arbeitet sich hoch und ich finde gerade Boba Fett ziemlich fett. Boom. Ohne Scheiß, ich finde den eigentlich ganz nice. Der ist echt stark geworden. Was heißt geworden? Ich finde den stark im Vergleich zu Han Solo zum Beispiel. Hat einen schönen Splash-Damage, guten Damage, auch gut gegen Gruppen und so weiter. Ich hole mir aber erstmal hier eine Mission ab und hole uns dadurch noch eine neue Legendary. Die Legendary werde ich hier echt ein bisschen hinterhergeschmissen. Wir haben jetzt Lando Calrissian und das war jetzt irgendwie besiege einen feindlichen Anführer für das Imperium. Okay, doch passt, ich spiele ja das Imperium. Ich dachte, ich habe gerade falsch schon gedacht. Machen wir noch ein paar kleine Packs auf und dann springen wir auch schon direkt wieder in die Arena. Ich werde ein bisschen besser, aber die Gegner auch. Die Gegner werden auch besser. Manchmal kriegt man irgendwelche Vollpfeifen, die können da nichts. Manchmal kriegt man auch richtig gute, die richtig taktisch spielen und als Jedi dann auch richtig gut vorne stehen und so weiter. Das ist High-Level-End-Skills, was auch immer. Und ja, Leute, der Clan ist voll. Ich kriege hier so viele Anfragen von wegen, hey, Clan. Guckt euch die Bewerbungsliste an. Ich habe über 300 Anfragen, die in den Clan reinkommen wollen. Ich kann natürlich nicht jeden reinlassen, ich habe nur 50 Plätze und die sind alle schon vergeben. Und ich habe schon vor kurzem aufgeräumt. So viel dazu. Wir müssen aber noch 3 Matches gewinnen, damit wir uns eine neue Legendary holen. Okay, müssen wir nicht mal gewinnen. Wir müssen einfach nur spielen. Von daher, wenn wir einfach nur spielen und Spaß haben, wird alles gut. Ich hoffe, dieses Projekt wird irgendwie ein bisschen größer jetzt in nächster Zeit. Ich weiß, dass einige größere YouTuber das jetzt auch anfangen zu spielen. Aber bei mir kommt es jetzt nicht super krass an. Es wird auf jeden Fall von Folge zu Folge schlechter. Deswegen weiß ich nicht, wie lange ich so ein Projekt weiterziehen kann. Ich meine, meine Zeit ist begrenzt. Ich investiere das lieber in Spiele, die wirklich gut ankommen und auch stark ankommen. So, wir spielen gegen Luke. Okay, der pusht links. Pusht links mit Snipers und... Okay. Zack. Der Sniper hat echt eine lange Range. Okay, hab bitte keinen TIE Fighter. Hast du einen TIE Fighter? Alright. Wir putzen das einmal weg hier. Oh, bin ein bisschen zu weit vorne. Oh. Das ist halt noch der größte Scheiß hier, das ist mit der Steuerung. Ab und zu mal verklickt man sich echt super. Was sehr, sehr schwierig ist dann wieder. Zack. Ich lass mal den. Okay, der läuft wieder weg. Okay, ich konnte ein bisschen Damage machen. Nicht krass viel, aber ein bisschen. Und wir tanken ein bisschen Elixier auf. Er auch. Und setzen gleich unseren Panzer aus. Zack. Mit ein bisschen Stormtrooper dahinter. Oh, da hat Obi-Wan. Ach, Obi-Wan. Ben Kenobi. Und jetzt kämpfen die auch noch alle gegen mich. Super scheißes Schachzug von mir. Shit, ey. Der hat ja echt mal alles übernommen. Und das auch für auf Dauer, ne? Wird ja auch nie besser, so wie es aussieht. Zack. So. Brauchen noch ein bisschen Truppen. Es wird ein bisschen heikel hier. Alright. So. Puh, ey. Puh. Alter, das wird ein schwieriges Match. Der Ben Kenobi hat mich echt geraped. Der hat echt geraped. So, wir machen noch ein bisschen Bazooka. Der kostet natürlich satte Elixier. Das ist keine Frage. Und ich bin tot. Der hat einen Grenadier ausgesetzt. Die drei können da nichts. Ich glaube, das Match verliere ich. Seit langer Zeit mal wieder. Die einzigen Matches, die ich bisher verloren habe, waren die hier 2 gegen 2. Da verliere ich jedes Match. Ohne Scheiß. Und da rechts kommt jetzt ein kleiner Roboter an. Nichts Schlimmes. So. Zweifache Energie. So, okay. Wenn aber wieder Ben Kenobi ankommt, habe ich echt ein Problem. So, deswegen mache ich erstmal einen kleinen Primitivschlag. Da ist er. Hast aber nicht viel von. Haha. Hackt. Asshole. Okay, come on. Verrecke. Dauert. Dauert. Luke ist schon wieder da. Luke ist schnell. Okay, ich bin aber auch tot. Gott. Ich komme nicht an den Turm durch. Ich brauche nur noch echt ein paar Schläge, aber ich komme nicht durch. Sad life. Das ist so. So ist das Leben, Leute. Mal verliert man, mal gewinnt der andere. Und da läuft schon wieder die Mülltonne nach rechts. Warum läuft die immer nach rechts? Zack. Und der wartet da, ne? Der ist super safe. Macht keinen Push, gar nichts. Und wir können... Der hat nur eine Truppe übernommen, nicht schlimm. Aber der Match ist vorbei.
Egal, zwei Matches müssen wir noch, dann kriegen wir unsere neue Legendary. Das ist eigentlich mein Hauptziel hier. So, und bitte jetzt kein Gegner, der super cool... Der eine Move mit Ben Kenobi, der hat mich echt weggenockt. Beziehungsweise auch Obi-Wan, ne? Das ist ja Obi-Wan, nicht nur Ben. Der hat mich echt weggenockt. Der hat so viele Truppen von mir übernommen. Das hat echt alles so rausgerissen. Er hatte dann quasi eine starke Armee und das nur mit einer einzigen Einheit. Dieser Ben Kenobi ist halt eine einmalige Einheit und der kann das. Das ist sein Special Skill. Das ist dafür, wofür er lebt. Dafür lebt er. Dafür hat ihn Frau und Kind noch nicht verlassen. Okay. Und dieser Anführer da hat echt eine starke Range. Eine super starke Range. So, wir fangen einfach hinten an. Und zack. Da, ihr seht schon, der fängt an zu snipern. Oh, und jetzt auch noch. Jetzt auch noch den Grenadier. Der Grenadier ist böse, ey. Ihr seht seine Range, ne? Bisher finde ich den krass. Der hat eine größere Range als hier. Oh, und den Yeti hat er auch noch. Was sind das heute für Gegner? Was sind das heute für Gegner, ey? Der Yeti ist super stark. Der ist super, super stark. So, so. Come on. Okay, push, push, push. Push diesen Turm. Push den wie sonst was. Als ob euer Leben davon abhängt. Oder Frauen, Kinder. Sucht euch aus. Piu, 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 piu. Zack, so, der zielt wieder auf mich ein bisschen ab. Zack, okay, ich lebe. Beziehungsweise, ich lebe, der lebt. Schieß noch ein paar. Mein kleiner Wagen ist inzwischen richtig gut geworden. Der ist auf Level 3 und kann echt einiges kaputt machen. Finde ich immer nice. So, ich mache einen Surprise-Angriff auf die linke Seite, während ich hier einfach pushe. Und... okay, den da muss ich abfangen. Puh. Das ist scheiße. Bisschen zu kurz. Bisschen zu kurz. Okay, links ignoriert er bisher. Das finde ich gut. Finde ich... ah, jetzt hat er es gemerkt. Jetzt hat er es gemerkt. Nices Ding. Aber ab und zu mal funktioniert sowas, ne? Ich habe es euch gesagt, das Spiel ist unübersichtlich. Auch wenn man die Minimap hat, man sieht ja nicht, welche Einheit einen angreift. Man sieht es nicht. Egal, wie man's, ob man will oder nicht. Hä? Warum bin ich hier... warum bin ich jetzt gestorben? So, mein Turm ist auch in Angriff, aber nichts Schlimmes. Ich sehe halt nicht, welche Einheit das ist. Ich meine, so schön das 3D auch ist, hat es natürlich den großen Nachteil, dass man nicht sieht, was Sache ist, ne? So, okay, wir machen das. Oh, der hat den Panzer. Und da. Da. Okay, Panzer lebt noch. Panzer lebt gut, aber ich habe seinen zweiten Turm auch schon fast down. Und jetzt greift er den an. Zack. Nicht so viel Damage, bitte. Ah, fein. Die Minigun-Trooper, die ballern in alle Richtungen. Okay, scheiße, bin tot. Shit, jetzt hat er zwei Pushes. Und da kommt jetzt noch die Mülltonne. Da kommt die Mülltonne, die macht sau viel Schaden. Die explodiert, wenn das Ding berührt. Was leider auch der Fall ist, ne? Mein Turm ist down. Verdammt. Okay, wir pushen nochmal hier. Und da, zack. So. Okay, die werden schon fertig. Ah, ich habe das Spiel gewonnen. Alright, nice. Alter, ich hab hier keinen Überblick auf die Zeit. Okay, der war auch nicht schlechter, der Typ. Der war echt nicht schlecht. Mit seiner Long Range hat er echt was gut gemacht. Ich habe ein paar Surprise-Angriffe machen können. Hab mir echt ein paar Mal die Haut gerettet. Gib einen Daumen hoch. Hast du gut gemacht. Hab viermal ihn gekillt. Er hat mich auch viermal gekillt. Und ich kriege auch einen Daumen hoch. Nice, Dude. Guter Dude. Alle, die Daumen hoch geben. Okay, aber darauf haben wir jetzt gekämpft. Endloser Kampf. Das spreche ich, wir kriegen unsere Legendary. Frage ist immer noch, welche? Verdammt, wir können aus allen auswählen. Alles, was wir haben wollen. Ich meine, Sabrine Wren sieht nett aus. Jin Erso können wir auch mal nehmen. Ne? Sie ist eine neue, ist aus dem Film. Boba Fett Level 2, Darth Vader, ja. Den hier, Darth Penner da mit dem Blitzen, Palpatine, beziehungsweise Sidious. Ja, auch okay. Verdammt, wen nehme ich? Endor ist der Typ mit der Sniper-Reichweite. Echt eine Menge Auswahl und... boah, so schön es auch ist, ich habe jetzt die verdammte Qual der Wahl, welche Legendary ich nehme. Und ich kann mir einfach jede Legendary aussuchen, die es gibt. Warum hat Clash Royale sowas nicht, dass man sich einfach eine Legendary aussuchen will? Kann. Weißt du was, ich gehe nach Optik. Ich nehme nach Sabrine Wren. Die sieht mir am nettesten aus. Die hat eine nette Persönlichkeit bestimmt. Tada, wir haben die zeitbegrenzte Mission geschafft. Und wir haben auch das einzigartige Pack hier geschafft. Zwei blaue Karten, naja, nichts Krasses. Na gut, machen wir noch den Spielsatz auf. Zack, zack. Und bitte noch eine Legendary oder eine einmalige Karte.
Ich meine, ich habe Ben Kenobi auch. Ihr habt ja das Match vorhin mit dem Luke Skywalker, mit dem Ben Kenobi, ne? Der mich voll abgefuckt. Da, hab ich auch. Ist ein Dream Team. Hab ich drin. Der kostet satte 8 Elixier. Muss aber sitzen, wenn der 8 Elixier kostet. Muss echt sitzen. Ziehen wir mal unsere neue Dame rein. Wie sieht die überhaupt aus? Wie siehst du aus? Zeig mal deinen. Okay. Die hat nette Persönlichkeiten, habe ich euch doch gesagt. Ich habe es euch gesagt, Leute, die hat nette Persönlichkeiten. Sieht aus wie Boba Fett, neuen Sexy, ohne Scheiß. Also vom Design her finde ich die echt nice. Was kann die so? Ich habe einfach blind irgendwie eine Legendary genommen, die am hübschesten aussieht. Das ist 1A Auswahlkriterium. Schlägt bei wiederholten Angriffen Dunkelschwert auf den Feind ein. Okay, springt rückwärts und wirft mehrere Sprengsätze vor sich. Und verbündete Einheiten, die Sprengsätze verwenden, erhöhen sich um 25%. Sprich Raketenwerfer und Granadier, ne? Oh, und ich habe meinen ersten Level 7 Truppler. Kostet 600 Gold. Okay, die sind zwar mit 2 Elixier für Ratzfatz weg vom Fenster, aber nice. Ist nice to have. Und Level 4 Wookie-Krieger. Warum es kein Chewbacca ist, weiß ich auch noch nicht. Komm, lass uns einmal das Ding testen, oder? Ich will das Ding nochmal testen. Vielleicht schneide ich einen Kampf raus, den ich vorhin gespielt habe, damit das Video nicht zu lang wird. Ich bin jetzt schon ein bisschen über der Zeit. Deswegen springen wir noch kurz ins Match rein hier mit Sabrina und dann haben wir hier alles tutti frutti. Okay, wir sind im Match. Holy shit, die macht einen Salto und das frisst sofort unsere ganze Elixier-Ausdauer auf. Okay. Okay, okay. So, wir spielen Panzer aus. Und da spielen wir noch ein paar Rebellentruppler aus. Die sind auf Level 7. Jetzt ist der Boba Fett. Okay, what the f... Alright, alright. Bin gerade ein bisschen hyped. Bin gerade echt ein bisschen hyped. Das sah schon cool aus, muss ich sagen. Sah schon cool aus. Kann man nicht sagen, ne? Okay, ich finde die Angriffsanimation voll nice. Ich finde die echt nice. Schießt erstmal mit ihrem Pistolen, bam, bam, bang. Und dann springt die auch noch hin mit ihrem Schwert. Verreckt dabei natürlich, nachdem die nach vorne springt. Und da kommt jetzt ein Angriff. Kann Salto nach vorne machen. Macht die ein bisschen langsam, was das Pushen angeht. Bam. Spread Control hat die auch noch. Okay, ich finde die nice. Finde die ehrlich nice. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Das war eine gute Wahl. Ohne Scheiß, Leute. Ich glaube, das war eine gute Wahl. Die muss ich noch ein bisschen beweisen. Aber bisher tut die es. Und das finde ich nice. Boba Fett ist schon stark angeschlagen. So. Schaffst du es auch noch, einen Panzer abzuwehren? Zack, zack, zack. Alright. Und das Dunkelschwert ist irgendwie super nice. Okay. Ein paar Bomben raus. Zack. Alter, die Animation von der ist so nice. Bin gerade ein bisschen flash daraus, wie die da rumjumpt durch die Map. Und dann kann ich mich auch schnell hier mit so einer Rolle wegbewegen. Voll cool. Warum ist der ein Raketenwerfer jetzt nach rechts gegangen? Kann mir das einer erklären? Aber ansonsten verbraucht die natürlich super viel Ausdauer, die mit ihren ganzen Rumgehüpfe. Und zack. So. Jetzt war auch ein bisschen gespreadet, aber... Oh, da unten rechts kommt was an. Kommt was an. Das ist... Oh, das macht viel Schaden. Das macht super viel Schaden. Schneller. Schneller. So, zack, dahin erstmal Einheiten. Okay, das ist Raketenwerfer. Zack, hast du gut gemacht. So, hast du gut gemacht. Und jetzt pushen wir hier einfach volle Kanne rein. Und dann sind wir alle glücklich, ne? Sind wir glücklich? Ja, wir sind glücklich. Der Turm ist down. Wenn der Turm down ist, sind wir alles andere als schlecht drauf. Und wir kriegen dieses Match, glaube ich, noch dann. Und ich glaube, das läuft. Es läuft. So, zack. Komm, guckt euch das an, wie die ballert. Bang, bang. Dann kommt die mit ihren Schwertern. Bang. Und tot ist es. Alles tot. Kaputt. Und wir kriegen noch den Generator down. Okay, ich glaube, das war eine sehr gute Wahl. Die Sabrina, die geht ab. Und die geht gut ab. Gefällt mir. Mir gefällt die Animation und so weiter. Die Ausdauer ist natürlich ein bisschen anders. Die kann nicht rennen wie die andere. Die macht eine Hechtrolle. Und dann rennt die halt nur recht langsam. Ob das ein gutes Ding ist, weiß ich noch nicht. Aber der Angriff scheint stark zu sein. Deren Angriff scheint echt stark zu sein. So, wir kriegen noch einen Daumen hoch. Kriegen unsere Punkte und wir können unseren nächsten Spielesatz öffnen. Alright, das ist eine neue Folge. Hier ist Star Wars Force Arena. Sabrina ist super nice. Die sieht sexy aus. Daumen hoch an sexy Sabrina. Hashtag sexy Sabrina, runter in die Kommentare. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge Star Wars verpassen wollt. Auch wenn sich das super viele wünschen. Ich weiß nicht, wie lange ich sowas dann halt standhalten kann. Von daher, verratet es euren Freunden und Familien und sagt ihnen, hey, da ist ein neues, cooles Game. Schau es dir an und hab Spaß damit. Hinterlasst einen Daumen hoch, damit die Leute Bescheid wissen. Abonniert mich, wenn ihr keine... Hatte ich schon. Und gebt mir Flosse. Flop.